Hallo zusammen, ein kurzes, aber wichtiges Update zu unserem DeFi-Portfolio auf Polygon. Und zwar, der Polygon-Kurs ist erheblich gefallen und wir sind jetzt inzwischen an dem Punkt, wo wir also uns tatsächlich darum kümmern müssen, dass wir unsere Position bei Aave absichern, denn diese Position ist sehr, sehr nah an der Liquidierungsgrenze. Woran liegt das Ganze? Das liegt daran, dass jetzt gerade alle Kurse, das Bitcoin auch fällt, alle Kurse fallen, Krypto ist ganz allgemein unten. Das kommt daher, dass jetzt also tatsächlich in China wirklich ein Bitcoin-Verbot kommt, beziehungsweise in Kraft ist. Das ist so insgesamt eigentlich überhaupt nichts Neues. Das haben wir eigentlich schon immer mal wieder erlebt, aber auch immer wieder gehen die Kryptokurse runter. Im ersten Schritt gab es ja quasi in China ein Mining-Verbot. Das hat die Kryptokurse sehr negativ beeinflusst in den letzten Wochen immer mal wieder. Die Hashrate geht runter. Man merkt also, da ist einiges in Bewegung. Und jetzt ist es auch so, dass die Banken quasi die Geschäftsbeziehung offenbar beenden mit Leuten, die im Kryptospace sind in China. Und das Ganze habe ich unter anderem hierher von Cointelegraph. Ich zeige mal ganz kurz den Artikel, den ich meine. Der ist hier. Banks fall in line as China's Central Bank cracks down on crypto accounts. Und da ist zum Beispiel die AG Bank, die drittgrößte Bank der Welt, angeblich bei Assets, die quasi also jetzt dazu übergeht, Kunden, die mit Krypto zu tun haben, quasi vor die Tür zu setzen. Und das ist nicht nur bei der AG Bank, sondern es sind auch andere Banken offenbar. Wie immer muss ich dazu sagen, diese ganzen News aus China sind irgendwie quasi durch mehrere Filter gegangen, und man weiß eigentlich letztendlich gar nicht so richtig, was los ist. Ich habe zum Beispiel heute irgendwo auf Twitter so eine Meldung gesehen. Da behauptet jemand, dass quasi die chinesischen Miner ihr Mining-Equipment jetzt per Kilogramm verkaufen. Also das heißt, der Preis dieses Mining-Equipments wird jetzt in Kilogramm angegeben, quasi wie Elektroschrott. Aber wenn man sich das genauer anguckt, dann sind da wieder irgendwelche chinesischen Artikel mit ein paar Fotos. Fotos sind ein paar Kisten und mit chinesischen Schriftzeichen drauf und man kann echt überhaupt nicht beurteilen, ist das jetzt alles wahr oder nicht, sodass also wir im Prinzip uns hier mal wieder auf alle möglichen Sachen verlassen können. Das ist das Müssen und das eine ist, die wir also nicht überprüfen können und die andere Sache ist, naja, also es hat in China schon häufiger Bitcoin-Verbote gegeben und irgendwie gibt es aber auch immer wieder trotzdem Bitcoin und Krypto in China und das heißt also, es wird irgendwie eventuell sich erholen oder es wird an irgendeiner Stelle dann doch weitergehen, obwohl es ganz allgemein verboten ist, sodass es also hier möglicherweise FUD ist, also Fear Uncertainty Downed. Aber andererseits, es kann eben genauso gut auch sein, dass es kein FUD ist, sondern dass das Ganze real ist und dass also jetzt quasi Krypto in China ist für Krypto-Leute, für Krypto-Profis in China deutlich schwieriger wird und wenn nicht sogar unmöglich wird, Krypto-Business zu machen. Das ist also das, was gerade passiert. Das wirkt sich ganz, ganz erheblich auf den Markt aus. Unter anderem eben bei Polygon sehen wir, dass der Polygon-Matic-Token ist jetzt bei 1,08 Dollar. Gestern noch bei 1,30 Dollar gewesen, ist inzwischen schon gefallen auf 1,05 Dollar. Und das ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig, denn wir haben eine dicke, fette Position in Form von Polygonen, die wir auch beliehen haben. Das heißt also, wenn der Kurs weiter fällt, laufen wir Gefahr, dass unsere Position liquidiert wird. Darum müssen wir uns kümmern. Was ist also wirklich passiert? Man kann erstmal ganz klar sagen, Polygon selber, das Projekt oder die Blockchain ist nicht schuld an diesem Kursrutsch des Polygon-Tokens, sondern es ist eine ganz allgemeine Entwicklung, die jetzt gerade läuft, nämlich dass einfach ein bisschen Panik im Markt entsteht, weil in China irgendetwas passiert ist, was nicht gut ist für den Kryptomarkt. So. Und da gibt es jetzt auch relativ, also ich finde es extrem schwierig zu sagen, wie sich das langfristig entwickelt, also ob jetzt irgendwie Krypto weiter runtergeht, ob Krypto sich jetzt irgendwie auf dem Niveau stabilisiert, ein bisschen mehr ansteigt. Ganz, ganz schwer zu sagen. Insofern ist es also super wichtig, dass wir uns jetzt um unsere Position bei Aave kümmern. Diese Position hier, um die geht es. Also wir haben ja 901 Matic-Token bei Aave eingelegt und haben uns dafür 500 USDT ausgeliehen. Und dieser Position hier, die Gesamtposition ist so strukturiert, dass wir quasi jetzt
dass unsere Einlage, unsere Sicherheit durch die sinkenden Kurse im Wert fällt und während aber das geliehene Asset, das Darlehen im Wert stabil bleibt. Das heißt also, wir müssen irgendwann dafür sorgen, dass wir entweder unser Darlehen besser besichern, weil wenn die Kurse weiter runtergehen, dann wird irgendwann unsere Sicherheit nicht mehr ausreichen, um das Darlehen zu besichern. Oder die zweite Möglichkeit ist, wir reduzieren quasi das Darlehen, indem wir etwas zurückzahlen. Und ich habe also mich auf diese Situation, als ich diese Videoreihe hier angefangen habe, schon ein bisschen vorbereitet, weil es ja auch jetzt die letzten Wochen absehbar ist, dass es also wahrscheinlich auch fallende Kurse geben wird. Und insofern habe ich also jetzt mal an der Strategie ein bisschen gefeilt und möchte jetzt einen etwas, wie ich finde, ungewöhnlichen Weg gehen. Das erzähle ich aber gleich. Jetzt erstmal also die Sache, die ich hier immer erwähnt habe, nämlich der Health-Faktor. Der Health-Faktor oder die sogenannte Health-Rate gibt an, wie nah wir uns an der Liquidierungsgrenze befinden. Und zwar, wenn dieser Faktor auf 1 fällt, dann wird unsere Position liquidiert. Was passiert bei der Liquidierung? Bei der Liquidierung wird die Hälfte unserer Assets hier verkauft, nämlich von den 901 werden dann eben ungefähr 905, Quatsch, 450 Matic verkauft zu dem Marktpreis, der zu dem Zeitpunkt dann da ist. Und der Erlös wird dann quasi abgezogen von unseren Schulden. Und das heißt also, unsere Schulden reduzieren sich auch. Insofern ist hier also eigentlich eine Liquidierung kein allzu großes Problem, denn es geht zwar quasi die Anzahl der Matic-Tokens runter, aber unsere Schulden reduzieren sich auch. Und wenn man das Ganze durchrechnet, dann kommt man auf ungefähr denselben Wert, wobei man für die Liquidierung noch eine Gebühr bezahlen muss. Die geht natürlich dann ab. Das heißt also, Schulden sinken und Einlage sinkt, aber beides im gleichen Verhältnis, sodass zu dem Zeitpunkt der Liquidierung eigentlich kein allzu großer Verlust entsteht, ungefähr 10%. Aber natürlich geht die Hälfte von unserem Potenzial verloren, weil das hier ist ja die Idee gewesen, dass das hier das Potenzial ist, das sich mal irgendwann nach oben entwickeln kann und dann eben besser wird. Und das heißt, wenn die Hälfte unseres Potenzials verloren geht, dann ist quasi diese ganze Strategie nur noch die Hälfte wert, ne? Also, weil wir wollen ja hier eigentlich an dem Punkt verdienen. Und jetzt hat sich der Markt leider anders entschieden und hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und alles geht runter. Und das ist nicht schlecht, denn was wir auch machen können, ist, wir können jetzt die sinkenden Kurse nutzen, um nachzukaufen, denn je mehr die Kurse sinken, desto günstiger wird es ja jetzt einzukaufen. Und das ist etwas, was ich jetzt ganz gerne machen würde. Anstatt jetzt also quasi hinzugehen und diese Position hier, das Darlehen zu reduzieren, würde ich ganz gerne das hier erhöhen. Denn die Kurse gehen runter, Einkaufspreis wird besser. Warum nicht einfach jetzt hingehen und nachkaufen? So, die Frage ist, wovon kaufen wir nach? Und zwar können wir nachkaufen. Was haben wir noch? Wir haben bei SushiSwap eine Position aufgemacht. Da haben wir unsere Assets eingelegt, die USDT. Ich zeige auch mal ganz kurz, wo wir sind bei SushiSwap, wie das hier aussieht. Und zwar unter Yield gibt es hier die Farms, in die wir gestaked haben. Und da haben wir USDC und DAI eingelegt, zu jeweils zur Hälfte, insgesamt $500. Und damit generieren wir hier Rewards. Das ist noch nicht allzu lange her, dass wir das gemacht haben. Daher sind hier auch nicht nennenswert Rewards angefangen. Hier ist unsere Position, also das heißt unser Anteil an dem Pool 0,000249. SushiSwap LP-Tokens oder sowas. Und davon könnten wir im Grunde jetzt einen Teil abheben, zum Beispiel im Wert von $100 oder so. Und damit dann eben diese Seite hier stärken, indem wir von den abgehobenen Assets wieder Matic kaufen und die hier einlegen. Das ist die Idee. Das würde ich jetzt machen. Es gibt aber ein paar Sachen, die man davor sagen muss. Die einfachste Methode, mit dieser Situation jetzt umzugehen, die sicherste Methode und die Methode, mit der man am allerbesten schlafen kann, ist auf jeden Fall es nicht so zu machen, sondern stattdessen hier auflösen und dann die Assets, die man aus dem LP-Pool rausgeholt hat, hier wieder zu verwenden, um hier zurückzuzahlen, ne? Weil dann hat man zwar die Matic-Tokens, die sinken im Wert, das ist aber auch okay, das ist in Krypto so, und dann wartet man einfach, bis
der Matic-Token wieder steigt und dann kann man nochmal neu anfangen. Das ist die sicherste Methode und ich möchte ganz klar sagen, wenn ihr keine Zeit habt, um euch um eure Position zu kümmern, dann ist das der richtige Weg. Auf jeden Fall der richtige Weg, weil das, was ich jetzt mache, das setzt voraus, dass man ein bisschen ein Auge auf die Sachen hält, dass man den Hält-Faktor im Blick hält, denn wenn ich jetzt hingehe und nach diese Position hier auflöse, das sind die eigentlichen Cash-Reserven, die ich habe und dann investiere in Matic-Tokens, die ich hier einlege, dann werde ich irgendwann nicht mehr in der Lage sein, dieses Darlehen zurückzuzahlen und wenn die Kurse weiter fallen und das bedeutet, dass irgendwann eine Liquidierung stattfindet, aber bei der Liquidierung geht dann tatsächlich auch das verloren, was ich eigentlich hier ausgeliehen habe und zwar mein und insofern auch hier diese Einlage, die ich hier gemacht habe, die geht dann verloren und dann habe ich wirklich richtig fett Verlust gemacht mit dieser Position und mit dieser Strategie. Das heißt also, was ich hier mache, das ist extrem riskant und das kann dazu führen, dass die gesamten Assets, die man hier hat, nach und nach verloren gehen. Ich gehe dieses Risiko jetzt bewusst ein. Warum mache ich das? Weil ich habe noch $500 an Reserve irgendwo liegen. Das heißt, im absoluten Worst Case könnte ich jederzeit dieses Darlehen zurückzahlen und mir einfach von irgendwo anders her $500 nehmen. Die habe ich zum Beispiel in meinem Wallet auf Ethereum. Und ich würde dann also im Notfall, wenn alle Stricke reißen und der Kurs so weit fällt, dass ich also im Prinzip nicht mehr in der Lage bin, diese Position zu stützen, weil nämlich alles, was ich hier drin habe, aufgebraucht ist, dann habe ich ja kein Cash mehr hier in dieser ganzen Strategie. Und dann kann ich von irgendwo anders her mir $500 nehmen, das hier zurückzahlen und habe dann im Prinzip die Matic-Tokens, die ich eingekauft habe, noch in der Tasche und habe die Liquidierung verhindert. Das ist aber mir hier jetzt extrem wichtig, das zu betonen, wie riskant das ist. Und das Ganze funktioniert wirklich nur, wenn man diese Zahl hier, dieses Cash $498 beziehungsweise über $500, sicherheitshalber, je nachdem, wie der USDT noch schwankt und wie viel Zinsen wir bezahlen, also irgendwas um die $510 muss man irgendwo in Reserve liegen haben, damit das Ganze einigermaßen klappt, um das Risiko abzufedern. So, das jetzt vorweggeschickt. Also, wenn ihr da keine Lust drauf habt, dann löst diese Position auf. Ich zeige gleich, wie das geht. Zahlt dieses Darlehen davon zurück und lasst die Matic-Token hier einfach liegen. Macht nichts. Wartet, bis der Kurs wieder steigt. Das kann jetzt auch ein paar Wochen dauern. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja Zeit. Wir haben Geduld. Der Matic-Token wird nicht für immer sinken. Er wird irgendwann auch wieder hochgehen. Kann auch schon in ein paar Tagen sein. Dann kann man wieder neu einsteigen. So. Ich mache es jetzt aber anders, weil ich möchte jetzt auch eine Videoreihe machen, die so ein bisschen interessant ist und nicht irgendwie jetzt hier auf Nummer sicher gehen und dann jetzt die nächsten 6 Wochen mich nicht mehr melden, bis die Kurse wieder steigen oder so. Insofern also no risk, no fun. Ich gehe jetzt hier volles Risiko und mache Folgendes. Als erstes löse ich die Position hier nicht ganz auf, sondern nur zu einem Teil. Ich werde jetzt hier schon mal ungefähr $100 entnehmen. Dann werde ich für die $100 Matic-Tokens kaufen und die Matic-Tokens, die lege ich dann hier ein, sodass dann der Health-Faktor wieder hochgeht und diesen Health-Faktor werde ich im Auge behalten und immer wenn der unter 1,3 sinkt, dann werde ich irgendetwas hier auflösen und also einen Teil auflösen und wieder investieren und das wieder in Matic investieren, hier reinstecken, den Health-Faktor wieder hochtreiben. Was ist die Idee dahinter? Die Idee ist, ich kaufe dadurch immer günstiger und günstiger Matic-Tokens ein und warte darauf, bis sich die ganze Situation dreht, dann habe ich einen Haufen Matic-Tokens, die danach im Wert steigen. Und über den Durchschnittseinkaufspreis müsste ich sehr viel früher Gewinn machen, als jetzt, wo ich diese Matic-Tokens für, ich glaube, $1,40 oder so war es, gekauft habe. Und das ist die Idee dahinter. Und das führt dann wahrscheinlich, wenn der Matic-Kurs irgendwann wieder steigt, zu einem sehr viel größeren Gewinn, als wenn ich jetzt einfach komplett aussteige und irgendwie warte, bis alles unten ist und dann irgendwann, wenn es wieder steigt, wieder neu anfange. So, also erster Schritt. Wir lösen das hier auf. Ich löse das zum Teil auf. Wenn ihr es ganz auflösen wollt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ihr geht hier auf Max. Ich werde aber jetzt hier, sag mal, also wir haben hier $500 eingelegt. Das sind ungefähr 25. Also machen wir daraus mache ich hier eine 0 hin. Das müsste ja dann, das ist ein Fünftel von $500 ist $100. Ich will $100 entnehmen. Machen wir es also so. Ne? Dann unstake ich die
gebe hier mal einen Gaspreis ein, 20 Euro, machen es noch besser. Wir gehen einfach mal noch mal schnell auf die Gasstation und gucken mal, wo wir gerade stehen. Wir brauchen hier ungefähr 22 Gray. Ja, also dann werde ich hier mal 30 Gray bieten. Hier ist noch die Transaktion im MetaMask, mache ich 30 Gray. Schick die mal raus. So, und jetzt ist die Transaktion durch und jetzt habe ich erst die LP-Tokens, die ich hier gestaked habe, zurück. Das heißt, ich muss jetzt noch hier auf Remove Liquidity gehen, weil ich habe ja Liquidität mit Add Liquidity bereitgestellt, LP-Tokens bekommen, die dann gestaked. Jetzt habe ich Unstake gemacht und als nächstes muss ich die Liquidität noch entnehmen. Ich gehe also auf Remove Liquidity. Gebe hier 100% ein und bekomme dafür ungefähr 50 US-Dollar jeweils in USDC und in DAI, also insgesamt ungefähr 100, also sind jetzt 92 und dann noch ein bisschen mehr als 92. Ich habe natürlich jetzt auch nicht ganz korrekt gerechnet, ist aber jetzt auch egal. Ich mache jetzt erstmal so 92 Dollar, die nehme ich mit oder es sind 94 Dollar ungefähr, ist auch immer so, also approve. Und das ist jetzt übrigens keine Transaktion, das ist nur eine digitale Unterschrift. Das hat man hier auch gesehen in MetaMask. Das heißt, man muss jetzt nicht warten, bis die Transaktion durch ist. Ich gehe auf Confirm Withdrawal, nochmal auf Confirm. Jetzt wird wieder eine Transaktion erzeugt. Ich setze die Gasgebühren auf den entsprechenden Wert, gehe auf Bestätigen und schiebe das Ganze jetzt aus. So, jetzt habe ich die USDC und die DAI. Und jetzt gehe ich zum Beispiel zu QuickSwap. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann es natürlich auch bei SushiSwap machen. Und zwar kaufe ich jetzt für die Tokens, die ich in meinem Wallet neu habe, nämlich unter anderem die DAI. Dafür kaufe ich jetzt Matic. Ich achte ein bisschen auf den Price Impact oder die Slippage. 0,02% ist total in Ordnung. Bei den kleinen Beträgen gehe ich davon aus, dass es hier kein Thema ist. Es schadet natürlich nicht, trotzdem darauf zu achten. Gaspreis wieder einsetzen. So. Und dann mache ich das Ganze noch mit den USDC. Verkauft die alle für Matic, macht noch ein Approval hier. Das ist ja quasi die Erlaubnis, dass QuickSwap Tokens aus meinem Wallet entnehmen kann. Warte ich, bis die Transaktion durch ist. Bis die Seite sich aktualisiert. Das kann schon mal ein bisschen dauern. Und wenn das nicht von selber passiert, dann geht auch schon mal neu laden. Also nochmal die USDC einstellen gegen Matic Tokens. Maximum. Dann kann ich hier den Swap machen. Und wenn die Transaktion durch ist, dann habe ich schon mal um die 100 Matic in meinem Wallet. Teil von den Matic-Tokens, die lasse ich natürlich auch in dem Wallet drin, damit ich noch weiter Gas zahlen kann. Also ich werde jetzt die 92, 93 Matic, die ich hier eingenommen habe, sagen wir mal 93 Matic, die werde ich jetzt bei Aave wieder hinterlegen. Schauen wir doch mal nach, wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? 93 Matic. Und die kommen jetzt also bei Matic hier bei Aave rein mit Deposit. Ich lasse mal noch ein paar drin, also machen wir 90. 90 passt schon. Also so 90 Matic lege ich jetzt hier ein. Dann ist der Hell-Faktor schon wieder bei 1,4. Gasgebühr nicht vergessen.
So, Ad-Faktor ist sogar bei 1,53, also alles gut. Wobei, nee, Quatsch, das wäre, wenn ich nochmal eingelegt hätte. Also wir sind bei 1,4, wir sind also wieder über 1,3. Und das ist ja jetzt schon wieder etwas ganz anderes als 1,23 oder wo wir vorher waren. Ich hätte jetzt noch hier mit Claim die Matics abholen können, die ich hier habe, aber bei 0,67 Matic Tokens, das lohnt jetzt nun wirklich nicht. Genau wie die ganzen Rewards bei SushiSwap. So, jetzt bin ich also hier bei 1,4 und ich muss jetzt darauf achten, dass ich nicht wieder auf 1 falle. Und damit ich darauf achten kann, müsste ich herausfinden, bei welchem Preis vom Matic-Token jetzt diese ganze Position hier liquidiert wird. Und das ist relativ simpel zu rechnen, denn dieser Health-Faktor hier, der zeigt ja quasi an, dass wie vielfache mein aktueller Wert vom Supply, das sind hier die 1083 Dollar, das wie vielfache das ist von dem Gesamtwert, bei dem die Liquidierung stattfindet. Also es das heißt, das hier durch das hier ergibt quasi den Punkt, den Wert bei Liquidierung. Und das führt dann auch dazu, also ich vereinfache das jetzt einfach mal, indem ich, also ich werde das jetzt nicht vorrechnen und so weiter. Entweder ihr guckt selber nach oder ich mache demnächst vielleicht auch nochmal ein Video dazu. Relativ simpel, der Liquidierungspreis ist der aktuelle Preis von Matic durch den Health-Faktor. Also schauen wir doch mal einfach den aktuellen Preis nach, denn ich lade nochmal neu, 1,10 Dollar. Das heißt, Rechner auf 1,10 Dollar durch 1,4 sind 78 Cent. Das heißt also bei 78 Cent, ungefähr 79 Cent nur mit den Nachkommastellen hier, bei ungefähr 79 Cent wird meine Position liquidiert. Und das ist also jetzt quasi das, worauf ich aufpassen muss. Wenn der Matic-Preis auf 79 Cent fällt, dann passiert die Liquidierung. Ich sollte also möglichst bei 80, 90 Cent, tendenziell eher bei 90 Cent, wieder zu SushiSwap gehen, wieder etwas abholen und diesen ganzen Vorgang wiederholen. Wenn ich das immer mit 100 Dollar mache, habe ich jetzt also noch 4 Freischüsse, denn einen habe ich schon verbraucht, also die ersten 100 Dollar sind weg und ich habe also jetzt noch 4 Freischüsse und damit müsste ich eigentlich relativ weit kommen. Also ich sag mal, wenn die nächste Gefahr bei 80 Cent oder 90 Cent droht, naja, dann ich schätze mal bei 50 Cent oder so wären wir dann irgendwie aus dem Spiel und ich hoffe jetzt echt nicht, dass der Matic-Token so weit fällt. Aber wenn das passiert, dann habe ich noch 500 Dollar Reserve und würde mich dann ausbailen, indem ich dieses Darlehen zurückzahle. Und das ist also jetzt nochmal, ich sage es jetzt wirklich zum, ich weiß nicht wie vielten Mal, aber mir ist es halt leider echt total wichtig. Diese Vorgehensweise macht ihr bitte nur, wenn ihr das Geld habt, das ihr hier geliehen habt, nochmal irgendwo separat liegen habt als Reserve, als Sicherheit. Weil es ist riskant, ihr verliert womöglich, auch wenn ihr quasi den Moment verpasst, das kann ja auch sein, ne? Also ihr verliert womöglich eure gesamte Einlage, denn unsere Cash-Position wird jetzt immer kleiner, was vorher bei SushiSwap war, ist jetzt schon nicht mehr ganz bei Sushi, also ist schon nicht mehr ganz vorhanden, es wird immer weniger, je weiter der Kurs fällt und ihr lauft Gefahr, dass ihr quasi alles verliert, außer ihr findet rechtzeitig den Punkt, wo ihr das hier wieder zurückzahlt. So. Dann bleibt es also jetzt weiter spannend. Schauen wir mal, wie sich die Kurse weiterentwickeln. Ich bin ehrlich gesagt nicht besonders optimistisch, was die kurzfristige Perspektive angeht. Ich glaube, dass wir hier noch einiges sehen werden an Kursverlusten und deshalb wird auch diese ganze Geschichte hier weiter spannend bleiben und das ist auch jetzt im Moment meine Hauptmotivation, das so zu machen, weil natürlich ist der mögliche Gewinn, der entsteht, wenn das Ganze jetzt weiter fällt und wir diese Strategie weiterfahren und danach dreht es sich wieder und es geht hoch, dann hätten wir natürlich richtig schön Plus gemacht. Aber wer weiß, vielleicht passiert es auch nicht, dann ist es natürlich ärgerlich. So, ich wünsche jetzt erstmal viel Erfolg und ich drücke die Daumen, dass alles gut geht. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.